herzlich willkommen bei einem weiteren Video unserer wunderschönen C2C-Kinderdecke. Wir starten heute mit dem Motiv Nummer 7. Es ist das dritte auf der Decke und eine wunderschöne Sonne. Gleichzeitig läuten wir jetzt somit die letzte Runde ein. Das heißt, wir werden hier den Abschluss schon machen. Genau, und ich freue mich auf dieses Motiv. Freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir starten, wie immer, werde ich euch die ersten 4 Reihen zeigen. Vielleicht auch nur 3, je nachdem. Und dann wird das Ganze schnell und stumm weitergehen. Ich wünsche euch ganz viel sonnigen Spaß und sonnige Gedanken beim Häkeln. Wir starten mit der ersten Reihe. Das Motiv kommt über unsere Blume. Das passt ja perfekt. Die Blume braucht ja ganz viel Sonne, um zu wachsen. Na, dann soll sie doch auch das bekommen. Upsa. Und wie immer machen wir erstmal einen kleinen Check, wo wir auf der Decke sind. Also wie gesagt, das Motiv der Blume liegt vor uns. Und ich schaue rechts oben in das letzte Kästchen der Blume und schaue, ob ich hier eine Luftmaschenkette habe oder nicht. Und ich sehe, aha, hier ist eine Luftmaschenkette. Was für uns bedeutet, wir fangen mit 3 Luftmaschen an. Ich nehme die Umrandungsfarbe und gehe hier in das letzte Stäbchen rein, hier, und hole mir den Faden. Das Stäbchen von diesem Kästchen, das letzte Stäbchen, hier ist die Luftmaschenkette, da ist das Stäbchen, hier gehe ich rein, hole mir den Faden und starte mit 3 Luftmaschen. Gehe hier in die nächste Kettmasche rein, also in die nächste Lücke, wie immer, und häkel eine Kettmasche und danach 2 Luftmaschen und jetzt wird das Ganze gewendet. Und nun häkel ich 3 Stäbchen um beide Luftmaschenketten. Und somit sind wir mit der ersten Reihe auch schon fertig. Reihe 2 startet mit 5 Luftmaschen, weil wir sind hier ja der Seite, wo wir nirgends andocken können. Jetzt drehe ich das mir so rum, dass ich nicht so viel die Decke drehen muss. Und wie immer mache ich jetzt 1, 2, 3 in die dritte Luftmasche von unten das erste Stäbchen, dann das nächste Stäbchen in die zweite Luftmasche von unten und das dritte Stäbchen in die erste Masche von unten. Nun gehe ich wie immer mit einer Kettmasche in das nächste Kästchen, 2 Luftmaschen und dann 3 Stäbchen in die Lücke rein. Und dann docke ich an die Blume. Und auch da wie immer entweder in die Kettmasche oder in die Lücke rein. Wenn es denn dann will. Gut, das war Runde 2. Reihe 3 startet wieder mit 3 Luftmaschen. Einer Kettmasche in die nächste Lücke. Zwei Luftmaschen und wenden. 3 Stäbchen um beide Luftmaschenketten. Und dann geht's retour bis zur anderen Seite rüber. Und in der vierten Reihe sind es wieder auf der Seite, in der wir
nichts zum Andocken haben, starten wir mit 5 Luftmaschen. Drehen die Decke und machen in die ersten 3 Luftmaschen ein Stäbchen. Ihr könnt es auch immer von unten oder von oben zählen, das wisst ihr. 1, 2, 3, hier ist meine dritte, die ein bisschen eng geworden ist. Und dann häkeln wir bis zur anderen Seite. So, ein Kästchen noch. Ich bin jetzt drüben und jetzt docke ich an der Blume nochmal an. Das war Reihe 4. Und ab jetzt wird's schnell und stumm gestellt. Viel Spaß beim Häkeln!